Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play No One Lives Forever 2. Ja, genau genommen ist es das dritte Testvideo insgesamt. Das heißt, ja, es ist wieder ein Testvideo. Ja, diesmal habe ich aber tatsächlich dort angefangen, wo wir auch aufgehört haben. Das heißt, es ist alles gut. Wir befinden uns nach wie vor in dem Hauptarchivgebäude der sowjetischen Basis. Und müssen nach wie vor den Großrechner M9 finden. Wir haben gerade den General Schukow erledigt. Das war ja so unser Nebenziel. Und wir gehen mal aufs Klo, weil nachdem er so einen General getötet hat, da drückt einem doch echt die Blase. Ich hoffe mal, das ist ein Damenklo. Nein, ist es nicht. Es ist ein Herrenklo. Gut, es ist schön viel Liebe zum Detail. Ich glaube, das ist einfach nur ein Ort, wo man sich verstecken kann. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Sinn dieser Toiletten. Könnt ihr ja hier auch das Licht theoretisch ausschalten. Und die Klopapierrolle scheint mir so leicht im Dunkeln zu leuchten. Nein, nee, das ist das Herrenklo. Das drüben war echt das Damenklo. Wobei ich mich frage, ich habe hier noch keine einzige Frau gesehen. Außer Kate Archer natürlich, die wir hier spielen. Sprich, also die Sowjets haben extra für uns eine eigene Toilette. Oh, das ist so lieb von denen, das ist so putzig. Naja, hilft nichts. Wir müssen sie trotzdem eliminieren. Ein Zettelchen an der Maschine. Genossen, lassen Sie sich nicht von dieser Maschine täuschen. Während meiner Archivierungsarbeit fand ich gestern Beweise für eine ausgeklügelte Verschwörung, die ehrliche Sowjetbürger um ihre kostbaren Rubel bringen soll. Diese Automaten enthalten gar keine UdSSR-Limonade. Es sind nur leere Kästen mit einer großen Lade, die Münzen sammelt und einem kleinen Lautsprecher, der mechanische Geräusche von sich gibt. Trauen Sie niemandem, Michael. Michael? Das war doch der verschwundene, Sowjet-Typ. Oh, hier ist zu. Möglicherweise haben wir gerade aufgedeckt, warum Michael verschwunden ist. Ja, der wurde ja zur Aktensortierung im Hauptarchivgebäude verdonnert. Das haben wir im ersten Testvideo erfahren. Tatsächlich, hey, cool. Das hat wirklich zusammengepasst. Und dann ist er verschwunden. Das haben wir im letzten Testvideo erfahren. Möglicherweise deswegen ist er verschwunden. Denn hier ist ja das Hauptarchivgebäude. Das heißt, er war hier und hat dort den Automaten entdeckt. Und oh mein Gott, das ist eine Riesenverschwörung hier im Gange. Oh. Was wir hier alles aufdecken. Eine schwere Körperpanzerung zum Beispiel. So. Zu. Wir sind eine ordentliche Putzfrau hier. Nein, wir sind... Wie komme ich auf, dass wir eine Putzfrau sind? Egal. Macht nichts. Warum nicht? Oh, Kamera. Kamera. Haben wir noch? Wir haben natürlich... Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben keine Kamerastörer-Munition mehr. Was machen wir denn jetzt? Scheiße, hier ist eine Glasscheibe. Bäh. Das ist ja uncool. Man kann echt auf Geräusch gehen. Also, das ist nice. So, na, hier ist nichts. Ah, hier ist wieder Pflanze Olga. Die Ikea-Pflanze. Na, es ist Olga 2. Obwohl sie identisch mit Olga 1 ist. Hm. Ein weiteres Schlösselchen zu knacken. Ich liebe diese Musik, die gerade im Hintergrund läuft. Das ist so... Irgendwie, ich weiß nicht, diese fröhliche da. Irgendwie, wir tun überhaupt nichts und gleichzeitig infiltrieren wir hier so. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Natürlich schießen wir erstmal mitten gegen den Türrahmen. Nichts passiert. Wie dämlich war das? Ich schieße hier genau hier drauf. Und zwar mehrfach. Wie dämlich war denn das? Es passt wieder so. US-Pläne für Kios, Teil 1. Wie wir alle wissen, haben die USA ein Projekt entwickelt, um heimlich einen nuklearen Erstschlag gegen die Sowjetunion zu führen, indem sie Sprengköpfe an Tigerhaien befestigen und sie vom Schwarzen Meer aus den Dnepr, nach Moskau hochschicken. Sie haben sogar einen Spezialapparat für die Haie konstruiert, damit sie im Süßwasser überleben können. Jetzt berichtet Anatoly, dass dieses Projekt auf Eis gelegt worden ist, damit die amerikanische Invasion von Kios vorbereitet werden kann. Aha. Das finde ich uncool, dass sie nicht mehr mit den Tigerhaien arbeiten. Süßwasser adaptierte, assimilierte Tigerhaie. Wie auch immer, eine super coole Idee. Aber das lassen die Sowjets fallen, nur um hier... die Amis. Ach, die Amis, ja na klar, die Amis machen das mit den Tigerhaien.
Eigentlich eine ziemlich geile Idee. Na toll. Vollkommen nutzloses Buch. Ist übrigens grundsätzlich so, wenn ihr irgendwie Bücher im Bücherregal habt, die keine Fertigkeitenpunkte geben, wenn man sie liest, schmeißt sie weg, Leute. Das ist Gift für euch. Gift. Bei jedem vernünftigen Buch kriegt ihr Fertigkeitenpunkte, wenn ihr es lest. Lernen wir aus diesem Spiel. Juhu! Ah ja, toll, ein Verfolgerpfeil. Als ob wir nicht genug von dem Scheiß hätten. Den brauchen wir sowieso nicht. Eine Schachtel Taschentücher. Hey, das ist ja was einigermaßen Normales. Ach Mann, diese Kamera. Da vorne muss ich rein. Weiß ich nicht, ich glaub's mal. Nein! So eine Scheiße. Es kommt einfach keiner. Es ist niemand hier. Ja, der Alarm wurde versehentlich ausgelöst. Oh. Ja? Die Kamera ist noch aktiv. Scheiße. Nein, sie hat uns wieder... Warum habe ich die Kamera eigentlich nicht erschossen? Wahnsinn. Schutzpanzer, cool. Oh. Anstatt, dass ich das gleich mache. Oh, es sind noch Leute da. Ich dachte, die Arbeit wäre zu Ende. Mach doch Feierabend. Mittagspause. Ferien. Weihnachtsurlaub. Irgendwas. Oh, nein, nicht Munition umstellen. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Hallo? Ach, jetzt kann ich gerade nicht. So. Kann ich keine Munition mehr aufnehmen, voll der Scheiß. Und zwar keine Scharfschützen-Muni mehr. Krass. Okay. Nö, dann nicht. Ist mir doch egal. Oh, ja, genau. Aha, hier kommen wir nicht weiter. Aber das werden wir noch bald. Das werden wir noch bald. So, hat sich alles wieder beruhigt. Wir haben die komplette Chefetage scheint's ausradiert. Das heißt, wir dürften hier wahrscheinlich überhaupt niemanden mehr in die Arme laufen. Wenn alles gut geht. M9 Sicherheitscode! Das kommt etwas unerwartet, aber sau cool. Das heißt, wir können hier direkt den M9 Großrechner verwenden. Sobald wir ihn finden. Du hast deinen Gummistempel mit dem Wort abgelehnt gefunden. Ah. Es sind so kleine Sachen, die das Spiel hier so schön machen. Denn es passt einfach so perfekt in dieses ganze sowjetische Bürokratengebilde. Ah, die Kamera hat beim letzten Mal unseren Kamerastörer abbekommen. Das heißt, die funktioniert nicht mehr. Alter, wie viele Klos haben die hier? Na gut, sie haben nur eins pro Etage. Für Männer und für Frauen. Dann müsste das wieder das Männerklo sein. Bäh. Nee. Huch, habe ich mich jetzt verguckt? Ach so, nein, in der Chefetage pinkeln die Männer im Sitzen. Na klar, wusste ich. Klar, damit man sich die fein säuberlichen Hosen nicht anpinkelt. Wobei, dazu müsste man schon über eine große Kunst verfügen. Was? Große Kunst praktizieren, wenn man es schafft, sich selbst anzupinkeln. Wobei, nach 9 Tassen Kaffee und 7 Flaschen Wodka und 18 Zigaretten, 42% weniger Schlaf und 87% höherer Sterblichkeitsrate, ist es vielleicht möglich, dass man sich selbst anpinkelt. So, jetzt kann ich endlich lesen. US-Pläne für Kios Teil 2. Es geht weiter. Die Ziele des Hauptwidersachers sind eindeutig. Militärische Einnahme von Kios. Durchführung höchst unmoralischer wissenschaftlicher Experimente an der Zivilbevölkerung und Ersetzung der Schulen und Krankenhäuser der Insel durch Fastfood-Ketten und Hotelanlagen. Alles nur, um die wertvollen natürlichen Rohstoffe von Kios auszubeuten. Oh, diese Amerikaner! Die haben nichts als McDonald's und Burger King im Kopf. Das ist alles, was sie mit so einer schönen Insel im Mittelmeer machen wollen. Nee, es ist gar nicht im Mittelmeer, es ist im Marmara-Meer. Aber... Trotzdem. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob es die Insel Kios wirklich gibt. Ich weiß, es gibt das Marmara-Meer tatsächlich. Aber die Insel Kios... Normalerweise müsste sie es geben. Es sind zwar so kleine Inseln, sind bei Spielen oder Filmen meistens eher... Oh, ja toll, jetzt haben wir Kamerastürme. Das ist sinnlos. 3 Stück auch noch. Egal. So,
Wo war ich jetzt? Ah ja, in der sowjetischen Basis. Nein, diese kleinen Inseln sind ja meistens in irgendwelchen Spielen oder Filmen eher fiktive Inseln. Aber es könnte durchaus sein, dass die Insel Chios auch tatsächlich eine echte Insel ist. Wir haben Pistolenmunition. Wieso renne ich dann immer noch mit dem Sturmgewehr rum? Furchtbar! Spesenkonto-Zusammenfassung. Codename des Agenten Anatoly. Einsatzort Palm Beach, Florida. Gesamtausgaben 573.000 US-Dollar. Ach du Scheiße. Liste der einzelnen erworbenen Gegenstände. Strandhaus, um Agentenlegende zu schaffen. Okay. Chevrolet Corvette Stingray. Transportmittel. Transportmittel? Ja, ein Chevrolet Transportmittel. Ja, ja. 10 Meter Yacht. Für den Fall, dass ich aus USA fliehen muss. Lebenshaltungskosten. Grundlegende Dinge wie Lebensmittel, Gebrauchsgegenstände, Kneipenrechnungen, Konzertkarten, Prostituierte und so weiter. Was zur Hölle hat dieser Typ da eigentlich gemacht? Auf der anderen Seite scheint er ja relativ erfolgreich gewesen zu sein, nachdem er so als Bauernjunge, der schlechtes Englisch spricht, die höchsten Ebenen des Pentagons infiltriert hat. Ich glaube, das machen wir auch mal. Habt ihr am Wochenende Zeit, Leute? Dann machen wir das gemeinsam mal. Infiltrieren wir doch mal das Pentagon. Ich muss noch schnell was machen. Ja, das musste sein. Sorry. Ich habe mich verlaufen. Oh, das Spiel laggt. Wieso laggt das Spiel? Egal. Hier müssen wir hin. So. Sehr gut. Niemand da. Machen wir mal einen Wäschereiraum. Ein Geschenk. Leichenentsorger benutzen wir nicht. Schön. Ein weiteres Bürogebäude. Die kennen hier nur Bürogebäude. Das ist in der Sowjetunion ganz normal. Militäranlagen bestehen eigentlich nur aus Bürogebäuden. Ein toter Papageientaucher. Okay. Okay. Reparaturanforderungsformular 19a. Erstens, angeforderte Reparaturen. Loch in Damentoilette zugipsen. Zweitens, Grund der Anforderung. Der Anblick unserer edlen russischen Frauen lenkt schwer arbeitende Männer von ihren Pflichten ab. von ihren Pflichten ab. Drittens, genehmigt, Oberfeldwebel Igor. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass im Damenklo ein Loch war. Ah nein, das muss unten im Außenhof gewesen sein. Kann ich das aufmachen? Nö. Haben wir jetzt hier eigentlich alles durchsucht? Ich nehme an. Ja. Wenn dem so ist, dann können wir hier einfach mal weitergehen. Denn hier geht es zum M9 Großrechner. Hier gibt es übrigens auch eine Tafel, die das irgendwie so M9 Data Processing Unit beschreibt. So. Jetzt sind wir hier. Der M9 Großrechner. Da ist er schon. Da ist er. Wir können das Passwort eingeben. Und wenn wir das getan haben, dann können wir in der Sowjetunion eine Fahne mit der britischen Flagge aufstellen. Und alle gehorchen nur noch uns, Kate Archer. Gut, wir gehen erstmal an den Rechner. Ta-ta-ta. Oh, ein Vakuumschlauch fehlt. Ah, den haben wir eingesammelt. Elektronenröhre einsetzen. Ja. So cool. So richtig. Ich weiß nicht, ob das 60er Jahre Design ist, aber. Ich kann es mir zumindest ziemlich gut vorstellen. Vielleicht ist es auch eher 50er, aber... Nee, 60er, glaube ich, kommt schon ganz gut hin. Und der Strom ist ausgefallen. Oh nein. Das Licht geht aus. Wir gehen nach Haus. Rapimmel, rapammel, rapu. Oh, hier geht's raus. Okay. Wir haben die geheime... Schon wieder eine Olga. Wie viele Olga gibt es hier? Ich weiß! Scheiße! Sicherheitsglas! Fuck! Nein! Da war einfach Sicherheitsglas und ich wusste es nicht! Fuck! Ich kann das, du bist guter für die Welt! Oh Gott! Vielleicht sollten wir umstellen auf die AK-47. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und dem Russen einfach einen durchgekauten Kaugummi aus dem Mund genommen. Wieso wir das getan haben, weiß ich nicht. Okay, scheinbar hat sich Olga Nummer 4. Was ist hier los?
Aber es scheint, es hat sich alles beruhigt. Wir haben die komplette Chefetage dieser Büros ausgeschaltet. Auch das ist möglich. Ist hier einfach Sicherheitsglas. So ein Scheiß. Normalerweise kann man perfekt durch das Glas durchschießen. Aber natürlich muss hier Sicherheitsglas sein. Es macht auch Sinn. Ja. Zugegeben, es ergibt alles Sinn, dass hier Sicherheitsglas ist. Aber es hätte ja nicht trotzdem nicht sein müssen. Haben wir es da eigentlich durchsucht? Da gibt es wieder nichts. Ja, ich bin mit meinem Kopf ganz woanders, weil ich noch immer wegen des Sicherheitsglases aufgebracht bin. Oh, ein geheimes Versteck mit einem Schutzpanzer. Es ist nur leichte Körperpanzerung. Dennoch. Oh, Pistolenmuni. Das war alles. Phosphor. Ja. Gut, hier dürfte uns eigentlich keine Überraschung mehr blühen. Ich weiß nicht, wie lang die Folge ist. Ich glaube, sie hat etwas Überlänge, aber... Ach komm, wir sind so nah am Ziel dran. Ich könnte ja auch einfach... Olga 5! Was ist hier los? Es ist unglaublich. Eine Olga nach der anderen, wo ich hingehe. Du hast ein zusammengeknieltes Papier gefunden. Ja, super. Das ist geil. An Commander Beam von General Nikolai Schukov. Bitte informieren Sie Ihren ruhmreichen Direktor, dass ich als stolzer Kommunist gegen seine kapitalistischen Zwangsverkaufstaktiken immun bin. Sogar ein Anführer, der so weitblickend ist wie ich, wird sich nicht einfach auf irgendwelche Pläne stürzen, die die globale Stabilität gefährden. Ich schätze Ihre Bereitschaft, Servicepersonal zu entsenden, das Seminare für meine Belegschaft abhält. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass ich dann so dankbar sein werde, dass ich einen Vertrag unterzeichne, ohne vorher genau die Dienstleistung einzuschätzen, die ich erwerbe. Der gute General sollte hier wohl übers Ohr gehauen werden, so wie es aussieht. Und eine Flasche Gin im Aktenschrank. Absolut glaubwürdig, würde ich hier mal sagen. Absolut glaubwürdig. So. Was haben wir hier? Ja, ich durchsuche immer hier gerne alles Mögliche, weil es gefällt mir einfach. Dann lese ich wieder hier von Spanien. Olga 6! Ich wusste nicht, dass das geht! Haben wir eine Kokosnuss hier runtergeschossen, so eine künstliche? Nein, da war keine künstliche Kokosnuss, das ist ein Teil vom Blumentopf. Oh Gott! Scheiße! Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Wir haben Olga 6 mit Cyanid erledigt. Und wir haben haben wir Schaden bekommen oder war das schon? Nein, wir haben unseren Blumentopf geschnitten wahrscheinlich. An den Scherben. M9, Bahn 689, Projekt Omega. Sehr gut, damit haben wir den Sicherheitscode für Projekt Omega. Und das heißt, wir können endlich, nach so langer Zeit, also 3 Testvideos, können wir das Spiel speichern. Ja, genau, das ist ganz wichtig, das Spiel zu speichern. Und dann können wir uns die Daten beschaffen. Wir stellen uns hier rauf und ducken uns. Können wir es ganz genau sehen. Natürlich geben wir die richtige Aktenidentifizierungsnummer ein und nicht irgendeinen Scheiß. Das ist auch so geil gemacht, finde ich. Mit so einem Greifarm. Super. Gefällt mir total gut. Also, da haben sie sich echt was ausgedacht, finde ich. Das ist nicht einfach so 0815 Agentenspiel. Dieser Humor und diese Liebe zum Detail. Ah. Ich freue mich schon darauf, wenn ich dieses Spiel dann tatsächlich Let's Playen werde. An Direktor von Charm, von General Nikolai Schukov. So, jetzt Achtung, das sind die geheimen Akten zu Projekt Omega, ne? Was dieses sogenannte Projekt Omega angeht, so müssen wir einige Dinge klären, bevor wir eine Absichtserklärung abgeben. Erstens, wir suchen nach einer Lösung, die es uns möglich macht, Kios zu annektieren und es auch zu verteidigen, sobald wir unser ultimatives Ziel erreichen. Das erste kommunistische 5-Sterne-Hotel mit Casino an der Nordspitze der Insel zu bauen. Kann Projekt Omega diese Bedingungen erfüllen? Was? Ein 5-Sterne-Hotel und Casino? Oh, Scheiße! Alarm! Apropos Alarm, wir können mal ganz gechillt hier hochskillen. Wir haben nämlich 2000 Punkte. Wir haben schon letztes Mal ausgemacht, dass wir die Ausdauer hochskillen. Gab es hier eigentlich irgendwo einen... Oh, ein Clown! Das ist ja Sicherheitsglas. Aber jetzt bist du dran! Das war dumm von dir, aber von mir auch. Ich habe 100.000 Munitionsdinger verschossen. Okay. Okay. Ich war gerade mitten in einem Satz, aber ich habe ihn vergessen. Es tut mir leid. Es sind eine Menge Leute gekommen. Was ist passiert? Du warst ein tapferer Mann. Zeig dich! Jetzt gibt's ich krieg! Kommt her! Da kommt her! Ich erwarte euch.
krieg dich! Okay. Ganz vorsichtig. Hier sind eine Menge russischer Clowns. Warte, bis ich dich oh in die Gott, Finger das ist kriege. Einer von denen. Das ist kein russischer Clown! Der hat keinen Akzent. Der hat eine Gordon SMG. Habe ich aber ehrlich gesagt gar keine Lust drauf, die zu benutzen. Okay. Ah, den können wir nochmal. Ah! Ich habe jetzt geschrien, das hat übersteuert. Ah! Ich hoffe, das hat nicht übersteuert. Okay. Oh Gott. Ich glaube, wir sind sicher hier. Gut, alles hat sich wieder beruhigt. Oh Gott. Ja, ich weiß, die Folge hat 30 Minuten oder so. Tut mir leid. Aber das kriegen wir jetzt noch fertig. Es ist nicht mehr lang, es sind noch 2 Minuten oder so. Guckt mal, ein Genosse! Okay, den haben wir fertig gemacht. Es sind einfach noch Leute hier, scheint's. Die Musik hat sich nicht beruhigt. Halleluja! Auf Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Es tut mir leid, Genosse. Aber ich habe keine Lust zu sterben. Du hast das Bild eines hässlichen Babys gefunden. Oh, ich weiß schon, ich werde diesen blöden russischen Akzent nicht mehr los, obwohl es wahrscheinlich nicht mal ein echter russischer Akzent ist. Ich vermisse einen ganz bestimmten Zettel, deswegen gucke ich hier nochmal. Ich weiß, es muss noch einen geben, aber vielleicht gibt es den einfach, wenn wir wieder zurückgehen oder... Oh, das ist ein... Nee. Egal. Außerdem muss hier noch irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch einen gab. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Vielleicht gab es den in Nikolai Schukows Büro. Oder ich habe den... Ich verwechsel das jetzt gerade einfach. Nee, das war im oberen Stock. Ach, jetzt komm, jetzt beenden wir das. Ja, Unsinn, ihr wollt ja auch nach Hause gehen. Moment, ihr seid wahrscheinlich zu Hause. Egal, wir gehen jetzt einfach mal hier raus. Hallo? Oberst Pupkin? Hallöchen? Jemand zu Hause? Sie haben uns eingesperrt. Verdammt, was tun wir? Ganz einfache Lösung, wir gehen in den Wäschereiraum. Aber hier gibt es nichts. Doch! Hier gibt es den Wäscheschacht und in den werden wir hüpfen und dann werden wir aus dem Level heraus katapultiert werden. In Kapitel 5, wir haben es geschafft, wir haben 22% Trefferquote. Das ist gar nicht mal so schlecht bei meinem Spielstil, muss man sagen. Ich meine, ich werde kontinuierlich schlechter. Im ersten hatte ich 75%, nee, 67%. Da habe ich noch viel mit der Armbrust hantiert. Dann wurden es 38, dann 27, glaube ich. Und nee, 24 und jetzt 22. Naja, so ist das Leben als Agentin in geheimer Mission. Tja, meine lieben Freunde, das war vorläufig jetzt erstmal... Nee, was heißt vorläufig? Das soll jetzt erstmal das Teste-Letzt-Video gewesen sein. Das letzte Testvideo gewesen sein. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen in diesem überlangen Part. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, schon wieder so einen langen Part hochzuladen. Was heißt schon wieder? Ich habe noch keinen so lange hochgeladen. Egal, keine Ahnung. Es geht darum, ich möchte ganz gerne bald... was heißt, ich möchte ganz gerne... So, ich komme jetzt mal zum Punkt. Ich fange... an mit Let's Plays, das heißt, mein nächstes Video, das ihr auf diesem Kanal seht, das dürfte einen Tag nach diesem Video kommen. Da möchte ich mit den... Ich habe den Satz vergessen, den ich gerade gesagt habe. Ohne Scheiß, ich habe ihn gerade vergessen. Ich glaube, es war sowas ähnliches wie, das nächste Video, das kommen wird, wird das echte erste Let's Play Video und das werdet ihr dann morgen sehen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich auch über Bewertung und sonstiges Feedback. Und würde sagen, wir sehen uns bald wieder, wenn es heißt, Let's Play, gute Nacht. Das ist ein Scheiß. Bis dann. Nee, Moment, macht's gut, ciao, ciao, das ist meine Absage. Meine Abmoderation. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Das kann ja heiter werden.